Heidi Leo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. War ich im Garten, habe ich gesehen, endlos Gurken. Was kann man aus Gurken machen, außer Gewürzgurken oder Gurkensalat? Man kann Schmorgurken draus machen. Und da Schmorgurken an sich nicht wirklich ein vollwertiges Gericht ist, habe ich mir gedacht, ich mache noch ein schönes Entrecot dazu und ein paar Petersilienkartoffeln. Und wie das funktioniert und was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Wir brauchen im Einzelnen erstmal Gurken. Da habe ich hier so etwas dickere Snackgurken aus dem Garten. Ist ja nicht so, dass da jetzt momentan keine wachsen würden. Brauchen ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, Petersilie, dann hier etwas Bacon, weil alles wird besser mit Bacon, etwas Tomatenmark, dann brauchen wir hier noch Tomaten, klein wenig Wasser, hier ein bisschen Dill, da habe ich TK-Dill genommen, geht auch frischer natürlich, Salz, Zucker, nachher zum Binden etwas Maisstärke, Pfeffer natürlich. Und dann sind mir heute zufällig noch ein paar schöne Entrecot-Steaks in den Einkaufswagen hineingefallen. Und weil man natürlich nur mit Gurken und Tomaten nicht wirklich eine vollwertige Mahlzeit hinbekommt, mache ich noch ein paar Entrecot-Steaks dazu. Und natürlich, wie immer, wenn wir kochen oder grillen, einen schönen Weißwein für den Koch. Diesmal ist es kein Gut Edel, diesmal ist es ein grüner Veltliner. Also in dem Sinne, auf euch! Wir beginnen mit ein bisschen Mise en Place. Dafür nehme ich hier mehr die Gurken. Und da haben wir hier jetzt diese Kerne drin. Dann habe ich so einen halbrund Löffel Ausstecher. Da hole ich mir dieses Kerngehäuse erstmal raus. Da bleibt dann nicht mehr so wahnsinnig viel übrig von der Gurke. Deswegen braucht man auch etwas mehr, damit es Füllmasse gibt, aber wie gesagt, diese Kerne, immens viel Flüssigkeit, braucht kein Mensch zum Essen, deswegen kommen die jetzt erstmal raus und wenn wir damit fertig sind, werden die Zwiebeln noch in feine Ringe geschnitten. Die Zwiebeln haben wir in feine Ringe geschnitten, die Gurken in richtig gute, schöne, grobe Stücken. Jetzt kommen noch die Tomaten dran, die schneiden wir auch in ja so halben Zentimeter dicke Scheiben. Ich habe jetzt hier die kleinen, wenn ihr die großen habt, geht das natürlich etwas schneller, aber auch die wirklich nur in Scheiben runterschneiden. Den Bacon, der natürlich selber geräuchert ist, habe ich schon gewürfelt. Und wenn ich jetzt hier fertig bin, dann kommen nur noch die Kartoffeln dran und dann kann es im Prinzip schon losgehen. So, die Kartoffeln natürlich geschält. Ich zeige es jetzt hier mal an der letzten. Dazu habe ich auch hier wieder diesen Ausstecher und da einfach, damit es nachher etwas von der Optik ein bisschen schöner aussieht, habe ich mir hier so kleine Kugeln aus den Kartoffeln rausgestochen, was ich dann nachher mit den restlichen Kartoffeln macht, das weiß ich noch nicht so wirklich, wofür man dieses Ausgestochene dann noch nehmen kann. Das sieht dann ungefähr ja, so aus. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was man da draus machen kann. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr es einfach unten in einen Post oder in einen Kommentar reinschreibt. So, dann wären wir im Prinzip soweit und jetzt können wir dazu übergehen, als erstes schon mal die Schmorgurken zu machen. Dafür habe ich mal mir hier einen Topf aufgesetzt, ein ganz klein wenig Öl unten rein gemacht und jetzt lasse ich als erstes den Speck aus. Ich habe übrigens vorhin vergessen, dass ich euch natürlich wie immer die genauen Mengen unten unterm Video einstelle als ja, Rezept. Also wie gesagt, den Speck jetzt leicht auslassen. Und wenn das passiert ist, kommen die Zwiebeln dazu und werden bei kleiner Hitze fleißig angeschwitzt. Das ist so circa nach ja, 5-6 Minuten der Fall. Also das sollte wirklich nicht braun
werden, sondern nur glasig. Und dann kommen jetzt hier die Gurken dazu. Zusammen. Einen guten Teelöffel Zucker. Dann können wir mit der Temperatur ein klein wenig hochgehen. Und das wird jetzt auch so 5 Minuten leicht angeschwitzt, bevor es weitergeht. Nach so circa 5 Minuten anschmoren sieht das schon mal wunderbar grün aus. Mäh, findet den Fehler. Deswegen machen wir jetzt ein klein wenig Rot dazu. Quatsch, also die Tomaten kommen jetzt dazu, zusammen mit dem Tomatenmark. Mit dem Ketchup. Kein Tomatenmark. Wobei, vielleicht könnte man sogar auch Tomatenmark nehmen, aber soll ja keine Schmortomate, sondern Schmorgurke werden. Bleibt mal also beim Ketchup. Jetzt verrühren wir die ganze Sache. Mann, sieht das gesund aus. Wenn da nicht der Bacon wäre. Und jetzt kommt dazu etwas Wasser. Und dann würze ich die ganze Sache noch ab mit Pfeffer und Salz. Und natürlich mit dem Dill. Ja, nicht zu viel. Jetzt haben wir so ein guter Esslöffel voll. Und dann kommt der Deckel drauf. Und dann schmort die ganze Sache so circa 20 Minuten bei geringer Hitze, also sagen wir so halbe Hitze vor sich hin. Während das Gemüse hier fröhlich vor sich hin schmurgelt, können wir die Kartoffeln aufsetzen. Dazu habe ich mir hier einen Topf mit Salzwasser schon mal heiß gemacht. Das braucht jetzt so, ja, bis sie weich sind, 15 Minuten, sind relativ klein, 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem, müssen wir mal probieren. Und wenn das dann soweit ist, dann können wir uns um das Fleisch kümmern und die Kartoffeln finalisieren und dazu hole ich euch wieder dazu. So, wir sind auf der Zielgeraden. Hier im Gemüse hat sich natürlich jetzt immens viel Flüssigkeit angesammelt. Das wäre wahrscheinlich fast zu dick, deswegen nehme ich mir jetzt hier ein klein wenig von dem von der Maisstärke. Die habe ich in etwas Weißwein aufgelöst und damit binde ich jetzt diese ganze Geschichte. Damit wäre das hier fertig. Mal jetzt ein klein wenig gehackte Petersilie dran. Als nächstes kümmere ich mich um die Kartoffeln. Die schütte ich jetzt als erstes ab und dann werden die nochmal mit ein klein wenig Butter geschwenkt. Zeige ich euch gleich. Wie gesagt, klein wenig Butter. Einfach flüssig werden lassen. Und da kommen dann die heißen Kartoffeln dazu. Mal richtig schön durchschwenken. Petersilie dazu. Damit wären die Kartoffeln auch fertig. Und als nächstes kümmern wir uns um die Steaks. Dazu habe ich mir hier die Pfanne mit ein klein wenig Öl auf gute 200 Grad vorgeheizt. Und da kommen jetzt die Steaks rein, werden von jeder Seite so circa 3 Minuten angebraten. Das reicht völlig hin. Bitte einfach nur liegen lassen, jetzt nicht großartig hin und her, sondern 3 Minuten von der einen Seite, 3 Minuten von der anderen Seite,
Danach kann die noch mal so 5 Minuten ruhen und dann dürften die eigentlich perfekt sein. Gewürzt habe ich sie jetzt nicht, das mache ich dann ganz zum Schluss. So, das Fleisch ist fertig. Ich habe es von der Hitze runtergezogen. Das ruht jetzt noch eine kleine Weile und dann kann man das salzen und dann nehme ich frischen Pfeffer drüber und dann können wir anrichten und probieren. Jetzt haben wir angerichtet, bisschen schick, und jetzt kommt der beste Teil von dem ganzen Dreh, nämlich das Probieren. Und dazu werde ich mir mal hier so ein Kartoffelchen, die sind richtig, richtig auf den Punkt, Kartoffelchen nehmen, etwas von dem Schmorgurkengemüse und dann sage ich mal auf euch. Warm ist es schon mal. Nein. Schmeckt richtig geil. Ihr verzeiht, wenn ich mal kurz ein Stück Fleisch zwischendrin esse, bevor ich das weiter. Ein schönes Entrecot. Verdirbt nichts. Auch kein Schmorgurkengemüse. Nein, Quatsch. Also das Gemüse ist wirklich eine richtig coole Sache. Eine leckere Variante, mal Gurken anders zu verarbeiten, habe ich vorher auch noch nie gehabt. Also wirklich eine richtig leckere Sache. Das Fleisch ist auf den Punkt. Also ich denke mal, besser kriegt man es eigentlich nicht hin. Ganz ohne Thermometer oder irgendwas, Pfanne, zweimal 3 Minuten, Petersilienkartoffeln, richtig fein. Ich sag mal so, wenn ihr Gurken übrig habt, probiert ihr das mal aus. Vielleicht fällt euch ja auch so ein Stück Entrecot noch in den Einkaufswagen rein. Kartoffeln habt ihr in der Regel immer zu Hause. Falls ihr Spaß an dem Video hattet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, läutet die Glocke und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht Kochen.